Ich war jetzt doch spontan eben einkaufen. Es ist doch ein wenig mehr geworden. Der Kuchen ist für die Gäste. Das Obst ist für mich. Die Milch ist für mich. Der Joghurt ist für mich. Ja. Auf jeden Fall habe ich da mega Bock gerade drauf gehabt, etwas zu essen zu kaufen. Und jetzt habe ich noch die ehrenwürdige Aufgabe bekommen, da ich ja gerade Bettwäsche schaue, dass ich auf jeden Fall noch in so einen scheiß Cutter kaufen soll für unseren Laminat, wenn mein Mann den verlegt. Ja. Musste gerade ins Auto steigen, weil alle am Glotzen sind. Und ich habe da gar keine Lust drauf. Und ich sehe heute sowieso aus wie Hans Wurst. Und jetzt fahre ich erst dahin, dann gucke ich nochmal woanders Bettwäsche und dann komme ich eigentlich zum Sport und kann mich da vielleicht mal etwas frisch machen. Ja. So, ich habe jetzt einen Gerät ausgeliehen, um Türrahmen zu kürzen. Tada! Ich weiß noch, worum es ging. Ja. Ich habe jetzt schon Bauchweh. Es ist schon 2:30 und ich glaube um 3:30 kommt meine Mama auch schon ins Haus und hilft mir dann weiter. Und ich wollte mich ja heute auch noch bezüglich der Babysets entscheiden und die Küche einräumen. Ja, und ich glaube, er will was Ordentliches essen. Ja, deswegen spontan kein Sport. Mache ich halt mein Krafttraining morgen nach dem Kurs. Ja, also daran muss ich mich ehrlich gesagt noch gewöhnen, dass ich nicht immer so kann, wie ich möchte. Weil ich ja heute noch nach Ikea auf jeden Fall fahre, gleich. Ach du Scheiße, gleich noch irgendwie, keine Ahnung. Und gleich noch Kisten packen muss, beziehungsweise möchte und das alles ins Haus fahren möchte, damit ich die Küche langsam einräumen kann. Und aus Ikea aber diese Regale, also die Kisten brauche. Also deswegen muss ich nach Ikea, um diese Kisten für die Schubläden zu kaufen, aber ich habe die Schubläden gar nicht von der Höhe aus gemessen, ist mir gestern aufgefallen. Ja, aber da war es schon zu spät. Da lag ich im Bett in der Wohnung und das Wetter ist voll eklig. Einfach mega eklig. Ich werde mir gleich erstmal schminken. Ich kann mich so nie sehen. Ihr mich bestimmt auch nicht. So, wir haben jetzt gegessen, ein paar Sachen zusammengepackt. Und jetzt geht's gleich wieder ins Haus. Vorher aber noch nach Ikea. Und nur ein bisschen geschminkt, wirklich nur ein bisschen geschminkt, damit ich nicht mehr ganz so blass aussehe. Ja, und das ist momentan bei uns in der Wohnung los. Wir haben hier nämlich ein Rohrbruch. Einfach genial. Überall momentan so ein bisschen Baustelle. Ich packe jetzt meine Sachen, fange an, das alles rauszutragen und dann geht es nach Ikea. Und ich wollte euch nur einmal kurz das Chaoszimmer schließen, dass ihr es nicht im Hintergrund seht. Wollte ich euch jetzt noch einmal kurz meinen Bauch zeigen. So sehen wir jetzt aus. Na, so in der 31. Schwangerschaftswoche. Also ich finde meinen Bauch jetzt nicht so klein. Der ist natürlich jetzt auch nicht groß, aber ja. Hauptsache, der Kleine entwickelt sich gut. Und wir sind schon 40 cm groß. Ja. Okay, jetzt geht's erstmal weiter. So sieht die Küche noch aus. Ich habe leider kein Licht mehr und werde sie morgen wahrscheinlich fertig putzen. Juhu! Morgen, ihr Hübschen. Ich sehe total blau aus. Ich glaube, man muss einen Weißabgleich machen, aber damit kenne ich mich nicht aus. Und ich sitze im Hof und werde jetzt erstmal etwas frühstücken, meinen Kaffee trinken und so langsam in die Gänge kommen und genieße die Aussicht in den Garten. Das Wetter ist zwar scheiße. Ja, und dann werde ich mich gleich einmal kurz schminken. Zähne putzen, so ein Zeugs, denn wie ihr seht, bin ich hier voll wuselig aus dem Haus, also aus der wuseligen Wohnung raus. Ich kann mich da nicht zurecht machen, ne? Ich werde da wahnsinnig. Ja, dann werde ich heute hoffentlich die ganze Küche einräumen bei uns, weil in der Wohnung wird es keine Küche mehr geben. Also weder Messer noch Löffel noch irgendetwas im Kühlschrank, weil ich endlich hier schlafen möchte. Ja, schlafen ist gut, ne? Ich sehe auch aus, als ob ich gar nicht geschlafen hätte. Ja, wir essen jetzt erstmal was.
Ich befinde mich wieder im Schlafzimmer. Ich kann jetzt Tag und Nacht unser Bett anschauen. Was so schön ist. Hier geht es in meinen begehbaren Kleiderschrank. Ich wollte euch den mal kurz zeigen, bevor der irgendwann mal fertig ist. Jetzt einmal die Treppe hoch. Und hier sind wir schon. In meinem begehbaren Kleiderschrank. Ja. Ich freue mich. Ja. Schmetterlinge und der ganze Scheiß kommt noch weg. Die Wände habe ich hier auch abreißen lassen. Ich wollte da noch Stauraum haben. Ja. Und dahinter ist dann unser Keller, wie ich ihn liebevoll nenne. Ich glaube, da haben wir sogar schon Licht. Genau. Aber hier wollte ich meinen Kleiderschrank nicht haben, weil mir das so klein ist. Beziehungsweise nicht so klein, also es hätte mir jetzt auch gereicht. Aber da ist kein Fenster. Und ich wollte ja gerne das Fenster an meinem Kleiderschrank haben. Ja. Genau. So, das hier sind die Sachen, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich den Hasen einfach selbst behalte oder ob ich mir den nochmal schenken lasse. Auf jeden Fall die Aufbewahrungskörbe hier, die sind mega toll. Die Auflage. Oh, was kommt hier? Ah, die Sonne ist schön. Und die Bettwäsche auch in demselben Style. Und ein Hemmel. Genau. Hier sieht man die Farbe jetzt ein bisschen besser. Schönes Matt. Genau. Und dann gehe ich mal wieder runter. Und mach die Küche sauber. So, ihr Hübschen, ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil in 20 Minuten muss ich das Leihgerät schon wieder abgeben, was ich gestern abgeholt habe. Und ja, ich habe mich jetzt gerade ganz schnell geschminkt und ziehe mich jetzt an und dann geht's los. Und wie ihr seht, habe ich kein Mascara drauf. Ich bin einfach wahnsinnig in diesem Chaos. Genau, ich fahre jetzt los, dann muss ich noch ein Bettlaken umtauschen. Ich habe nämlich gestern ein Bettlaken bei Lidl mitgenommen. Und auf jeden Fall ist es so ein normales, also Überspannbettlaken-Gedönsbums. Und das habe ich aber im Internet geguckt. Für Boxspringbetten gibt es extra Bettlaken. Da habe ich heute dann auch Bettwäsche bestellt. Sonst war ich jetzt die ganze Zeit in der Küche zugange. Und ja, muss mich jetzt beeilen. Die Sonne scheint, ich bin wieder zu Hause. Ich wurde nur kurz reingesprungen und habe die restlichen paar Sachen geholt. Also schaut euch das mal an, wie viel ich wieder eingeladen habe. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Ich habe auch keine Lust. Ich werde die Küche heute wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, Sport zu betreiben. Möchte ich aber gerne. Also werde ich irgendwie, was werde ich tun? Vielleicht um 10 Uhr noch ins Fitnessstudio fahren. Ist ja nicht so, dass ich morgen arbeiten muss, ne? Ja, nee, keine Ahnung. Ich mache mich jetzt weiter ans Werk und das Wetter ist schön. Endlich mal, regnet es nicht. Und ich muss putzen. So, ihr Lieben, die Küche sieht langsam besser aus, wirklich nur langsam. Aber da steht nicht mehr so viel. Und in den Schränken ist schon sehr viel drin. Ne? Hier steht auch nicht mehr ganz so viel. Das Obst liegt schon drauf. Ja, genau. Ich werde jetzt noch weiter putzen. Ich habe, glaube ich, leider immer noch nicht alles rübergebracht. Da ist irgendwie so ein Schatten auf dem Kopf. Weil das teilweise auf den Schränken steht, liegt so Küchenmaschine und so. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das hier noch runterbringen soll. Unsere Küche ist so klein. Und wir haben schon eine
normal große Küche. Also eine große schon, eigentlich. Hat ich so gedacht, ja. Nebenbei, ach du meine Güte, kriege ich ganz viele WhatsApp-Nachrichten, weil die Realschulklasse ein Klassentreffen machen möchte nach 10 Jahren im Sommer. Ja, mal gucken, ob ich da überhaupt dran teilnehmen kann. Ne, falls der Kleine dann ein bisschen eher kommt oder später, je nachdem wann der Termin ist, noch gar kein Termin fest. Und ja, ich werde hier jetzt aufräumen. Dann fahren wir leider wieder in die dreckige Wohnung zurück. Und dann werde ich nur duschen, mich ein bisschen frisch machen und ab ins Bett, weil morgen geht's wieder zur Arbeit. Jo, dann sitze ich wieder um 7:30 im Büro. Ich würde gerne hier noch weitermachen, aber Gott sei Dank ist es ja nicht mehr so lange bis zum Mutterschutz. Also ich glaube, der Mutterschutz wird auch verfliegen, die 6 Wochen vor der Geburt, weil hier einfach so viel noch zu tun ist. Und ich mache ja nur so die kleinen Sachen, also ich putze nur so und sowas. Beschweren, genau. Das war's mit meinem Vlog über die letzten 2 Tage, über meinen Vlog bezüglich Umzug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch euren Kommentar, Tipps oder was auch immer. Schreibt mir irgendwas. Ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.